Bauchi auf Sendung, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 2 von meiner neuen Podcast-Serie, in der es heute um eins meiner Lieblingsthemen gehen soll. Ich mache das heute leider noch alleine. Eigentlich hätte die Aileen hier jetzt gerne mit dabei gesessen. Das Problem ist, dass die Technik es gerade einfach noch nicht hergibt. Es ist dieses hier tatsächlich im Moment das einzige brauchbare Mikrofon, das ich habe, weil dieses hier nicht funktioniert und dieses hier nicht funktioniert. Und das andere habe ich schon weggeschmissen. Ja. Ich arbeite an Besserung. So, und wenn dann wir nächste Woche andere bessere Mikros haben und ich habe da was Bestimmtes im Sinn, dann kann ich überhaupt, wo ich bin und will, mit Leuten zusammen Gespräche aufnehmen. Deswegen wird das hier heute leider nochmal ein Monolog. Wobei das wahrscheinlich nicht der einzige Podcast zum Thema bleiben wird. Also werde ich hier heute halt einfach mal vor allen Dingen die Basics ansprechen. Und ihr habt es wahrscheinlich dem Videotitel schon entnommen. Es geht um die Simulationstheorie. Und die mich schon länger kennen, die wissen im Prinzip ja schon ganz gut, wie ich das alles so sehe. Ich habe das ja auch irgendwie in meinem Buch 2020 die neue Erde beschrieben. Und dann noch in anderen Büchern. On Mind im Internet und sowas halt alles. Und dann habe ich halt eben gesehen, dass da in den letzten Jahren doch immer mehr Videos auch zugemacht worden sind von verschiedensten Leuten, die dieses Thema aufgegriffen haben. Und anhand der Aufrufzahlen lässt sich dann auch erkennen, dass das augenscheinlich nicht nur für mich ein sehr interessantes Thema ist. Und ich habe halt bisher... Ja, scheißegal, was ich bisher gemacht habe. Es geht darum, was ich jetzt mache. Und ich würde mich halt jetzt gerne einfach nochmal mit euch zusammen so ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen und hier gerade einfach die Gelegenheit nutzen, zu all dem, was man in den anderen Videos so sehen kann, meine Erfahrungen, meine praktischen Erfahrungen mal durchkauen und warum ich das alles immer noch ein klein wenig anders sehe als die meisten, die diese Theorie beleuchten. Es gibt da nämlich so ein paar kleine Unterschiede. Bei den meisten Videos, die man dann zu dem Thema so sehen kann, wird immer wieder die Theorie aufgestellt: Wir leben in einer Simulation und das wird halt gleichgesetzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nur vorstellen können, was wir kennen. Und das ist der Punkt, den ich entscheidend anders sehe, dass wir
in einer Computersimulation leben. Und das ist natürlich etwas, mit dem man sich so nicht unbedingt wohlfühlen kann. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und da würde ich mich wahrscheinlich auch eher sträuben. Dem mich hinzugeben und dann halt quasi als neue Götter, die über uns verfügen, irgendwelche Mächte anzuerkennen, die in der Lage sind, diesen Computer zu bedienen. Oder Maschinen, ne, so wie das in der Matrix halt eben dargestellt wurde, also in dem Film Die Matrix. Und das ist es eben nicht aus meiner Perspektive. Aus meiner Perspektive ist es nicht eine Computersimulation. Für mich ist es etwas, also ich nenne das eigentlich das Leben selbst, das in der Lage ist, Materie zu simulieren. Und zwar an jeder Stelle des allumfassenden Bewusstseins genauso wie jedes individuelle Bewusstsein es gerade sehen muss. Wie auf einer LAN-Party, wo auf jedem Monitor das angezeigt wird, was für den jeweiligen Spieler, der vor dem Monitor sitzt, relevant ist. Ich habe ja nichts davon, wenn ich das Bild von dem da hinten sehe und die Figur bewegt sich ganz anders, als ich es vorgebe und ich sehe auch was, ist auch gar nicht mein Name und so. Ja, versteht ihr, was ich meine? Also, wie auf einer LAN-Party guckt jeder durch seine Augen seine eigene Welt an. So, und mein Bildschirm, der sitzt eigentlich nicht da, sondern der sitzt hier irgendwo hinten, hinter drin. Ne, irgendwo in der Nähe, verbunden mit meiner Zirbeldrüse, irgendwas, keine Ahnung. Durch die ich in der Lage bin, all das, was ich gerade sehe, inklusive meines Körpers, um mich herum zu projizieren, in 5 Sinnen Minimum, es gibt noch viel mehr, die man freischalten kann, wahrzunehmen, also nicht nur audiovisuell, wie wir das jetzt von den Computerspielen her kennen, sondern mit 3 zusätzlichen Sinnen, die das ganze Spektakel sehr sehr real erlebbar machen, dass wir so das unser Leben, unsere Inkarnation, also zwischen Geburt und Tod nennen und was wir da so machen, und dass das Ganze halt eben aber eben nicht keine Computersimulation ist, sondern die Universum, also das ist kein Computer, sondern eher Gott. Also mit einem Grund, also das ist halt wieder eben sowas. Es gibt Gründe, warum in der Bibel steht, dass man sich kein Bild von Gott machen soll. Weil wenn man sich, das einzige Bild, was man sich von Gott machen kann, ist, man muss sich alles angucken. Alles, alles, was ist, alles, 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 das ist das Gesicht Gottes. Alles, was man sehen kann. Und alles, was man hören kann, ist die Stimme Gottes. Durch uns alle ausgesprochen, gehört von uns allen. Und wieder, ist, aber da, wo alles eins ist, wo nicht alles durch duale Perspektiven voneinander trennbar gemacht wird und getrennt wird, da wo alles eins ist, da kann man halt auch eben diesen Gottesbegriff irgendwie drauf anwenden. Und dieses Lebewesen, aus dem alles hervorgeht und in das alles wieder zurückkehrt, in dem aber auch alles passiert, und es kann nichts außerhalb, alles, was außerhalb scheint, ist auch Teil davon. Das sind wir.
Da sind keine Maschinen übergeordnet. Das ist unser wahres Selbst, das, was wir wirklich sind. Göttliches Bewusstsein. Und dieses göttliche Bewusstsein braucht keinen Computer, materielle Art, irgendwie programmiert mit Belange, sondern die Programmierungen sind der wesentliche Schritt, warum die Analogie da so sinnvoll ist. Aber es ist eben nur eine Analogie. Es ist, als wären wir in einem Computerspiel. So kann man das sagen, wenn man es sich vorstellbar machen möchte. Ich habe in 2020 schon geschrieben, dass die Computer im Prinzip das beste Modell des Universums sind, das wir uns haben schaffen können, um das Universum zu verstehen und wie es funktioniert. Denn sehr rudimentiert, das schaffen einfach selbst Quantencomputer heute einfach noch nicht, die Rechenleistung aufzubringen, die dieses Ding hier hat, von dem ich gerade spreche. Aber innerhalb der Matrix, die wir hier so erleben, nennen wir diese Erlebniswelt, läuft tatsächlich, wie auch in Computerspielwelten, alles nach Programmierungen ab. Das ist was sehr sinnvoll ist zu wissen, weil da kann man anfangen mit zu hantieren und kann anfangen, die Programmierung umzuändern. Und dann sieht man auch, dass wie in Computerspielen einem geistigen Impuls die Materie folgt. Immer. Die Materie passt sich unseren Sichtweisen an. Wir können die Materie immer nur so wahrnehmen, wie wir das gerade können. Deswegen können andere auch da was völlig anderes drin sehen. Und wenn wir uns dann nicht anfangen, mit denen zu streiten und Recht behalten zu wollen, sondern einander austauschen, dann können wir geistige Sprünge machen, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist Bewusstseinserweiterung, völlig ohne Drogen. Einfach einander zuhören, sich nicht mehr gegenseitig als Spinner betiteln oder sonst irgendwas, weil man eine andere Meinung hat, sondern vielleicht einfach mal nachfragen, hey, warum hast du diese Meinung denn überhaupt? Auch wenn sie so konträr zu meiner eigenen ist. Meine Güte, was habe ich in meinem Leben alles gelernt, dadurch, dass ich alleine diesen kleinen Wechsel in meinem Kopf, diese Einstellungsänderung in meinem Kopf vorgenommen habe. Habe ich mir mein Menü aufgerufen, habe geguckt, wo steht das da, was steht da. Ja, das ist scheiße, das ist kontraproduktiv, das bringt mich nicht zu meinem inneren Frieden. Und das ist meine Hauptquest in diesem Spiel. Kann bei jedem anders aussehen, ich habe die Wahl ganz frei getroffen. Ich will in Ruhe mein Leben leben und dieses Leben genießen und ganz im Ernst, mit dieser Matrix kann man die wundervollsten Dinge machen und wir benutzen die dafür, um Kriege zu produzieren. Warum? Ja, weil wir hier oben, wir müssen das mal checken, auf welchem, also das ist jetzt noch nicht mal so, aber das müssen wir erstmal checken, logischerweise, bevor wir das kontrolliert und bewusst anwenden können. Denn wir haben was völlig Gegenteiliges gelernt. Wir haben gelernt, uns als Opfer äußerer Umstände wahrzunehmen. Ja, das kannst du nicht ändern. Was? Wie? Was? Natürlich gibt es Sachen, die ich jetzt in diesem Moment nicht ändern kann. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht ändern ließe. Und wie oft habe ich in meinem Leben schon Dinge irgendwann ändern können, was mir vorher völlig unvorstellbar war? Da sind wir wieder sehr bei dem, wovon ich im letzten Podcast gesprochen habe. Was ist eigentlich möglich? Und warum sind andere Dinge unmöglich? Und warum und wie ändert sich das die ganze Zeit? Ja, also, ne, um das nochmal zusammenzufassen, meiner Meinung nach leben wir nicht in einer Computersimulation.
aber in etwas, das sich durch eine Computersimulation leiten lässt, weil es sehr ähnlich ist. Nur halt eben nicht, da brauchen wir keinen Computer für. Und da brauchen wir auch niemanden darüber, der das irgendwie, der diesen Computer bedient. Auch wieder in irgendeiner Form von Materie, in irgendeiner Dimension. Nein, es sind alles wir selber als das göttliche Bewusstsein, das alles durchdringt. Das steht sogar in der Bibel. Da können sich jetzt noch nicht mal Christen gegen aufregen. Das steht da. Und ich glaube, es steht nicht nur in der Bibel. Aber genau das ist halt der Punkt. Genau das darfst du halt nicht sehen. Papst Johannes Paul II. Hat das noch als nicht Todsünde, aber irgendwas Ähnliches. Papst Johannes Paul II., also der war noch zu meinen Lebzeiten, der hat veranlasst, dass es strafbar ist und du kannst exkommuniziert werden, kommst in die Hölle, wenn du nicht schon drin bist, wenn du auf der Suche nach Gott über dich selber stolperst. Die Kirche hat ganz massiv was dagegen, dass man Gott in sich selber findet. Weil dann läuft der Kirche keiner mehr hinterher. Dann sind wir auf einmal mit uns, unserer Schöpferkraft, die wir tatsächlich offensichtlich nachweislich haben. Also wenn wir Schöpferkraft haben, müssen wir doch Schöpfer sein. Ja, und wovon denn? Von all dem, was da um uns herum so passiert. Von jedem einzelnen kleinsten Ding in unserem Leben. Von jedem Atemzug, den wir bewusst tun. Und selbst von denen, die wir unbewusst tun. Könnt ihr mir soweit folgen? Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr da so von denkt. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich, seitdem ich diese Perspektive, die ich hier jetzt gerade wiedergebe, eingenommen habe, mein Leben sich so drastisch verändert hat. Und zwar für mich, aus meiner Perspektive, absolut zum Positiven, weil ich bin sehr viel ruhiger dadurch geworden. Ich habe sehr viele Ängste verloren, durch die ich nicht mehr getrieben bin, wie ich das früher war. Ich kann sehr viel mehr zu mir selber stehen und sehr viel mehr mir das mal einfach ranwarmen, fruchtswert sein zu lassen, was andere Leute gerade davon denken, was ich mache. Denke, sehe, rede, spreche, solange ich keinen Schaden bedeute für irgendwen. Also niemand, also das ist einfach, ne, ich sage es immer wieder, darauf reite ich rum, das ist für mich das, was für mich auch erwachsen sein. Ich bin letztens, ich glaube, Vivi hat mich gefragt, was ich als erwachsen definiere. Und dann habe ich gesagt, so, ich glaube, für mich bedeutet, erwachsen zu sein, in der Lage zu sein, also gelernt zu haben, vollständig man selbst zu sein, das Kind in sich in vollem Umfang sich selbst ausfüllen zu lassen und gelernt zu haben, dabei weder für sich noch irgendjemand anderen eine Gefahr darzustellen. Sprich, kontrolliert sich selbst durch sein Leben zu navigieren. Das ist für mich die Definition von Erwachsensein. Und das funktioniert meiner Meinung nach am besten durch freie Entfaltung. Wenn jemand nicht zum Beispiel mit 6 Jahren in die Schule gesteckt worden ist, wie zum Beispiel André Stern, wenn ihr den nicht kennt, dann schaut euch bitte seine Vorträge an. Der Mann war nie in der Schule und hält genau darüber Vorträge. Der hat eine völlig andere Perspektive aufs Leben, weil der nicht erzogen wurde. Und wenn ihr euch damit mal auseinandersetzt, wo das Wort Erziehung eigentlich herkommt, wird euch gruselig. Es kommt nämlich eigentlich, ist es eine Analogie zu dem Wort Entziehung.
Die Erziehung ist gleichzeitig eine Entziehung unserer Talente, unseres Stolzes, unseres Mutes, unserer Selbstverwirklichung. Das wird entzogen und man nennt es Erziehung und das ist einfach nur eine Informstampfung. Das ist die Bildung von Allgemeinwissen, ne, was jeder wissen muss, egal ob das stimmt oder nicht. Solche Sachen, Hauptsache du kannst mal wer wird Millionär, die richtigen Antworten geben. Oder in der Schule oder auf der Universität. Oder wo es ansonsten wichtig ist, die richtige Antwort auf eine Frage zu geben. Und zwar so, wie man das gewohnt ist, die beantwortet zu hören. Da willst du nichts anderes hören. Es gibt genügend Schüler, die das mitbringen, die in Mathe so gut waren, dass sie in der Abi-Prüfung, in der Abi-Klausur irgendwie eine vollständig neue Abhandlung einer Lösung gefunden haben, die dann der Lehrer nicht verstanden hat, obwohl das Ergebnis stimmte. Und dann war die Aufgabe falsch gelöst, obwohl das Ergebnis stimmte. Da hat es schon Rechtsstreite wegen gegeben. Das habe ich in meiner eigenen Jahrgangsstufe erlebt. Ja, das ist crazy. Entziehung, Erziehung und das Gegenteil davon, freie Entfaltung. Was könnten wir in einer Welt leben? Und das ist der Grund, warum ich da so gerne drüber rede, weil ich mir denke, wenn sich diese Gedanken irgendwie mal ein bisschen durchsetzen und sich immer mehr Leute die Frage stellen, was könnten wir in einer Welt leben, in der wir uns alle frei entfalten können, unsere Potenziale ausnutzen, unsere Talente kennenlernen und in dem trainieren, was uns gerade wirklich Spaß macht und darin richtig, richtig, richtig gut werden. Jeder. Ich bin überzeugt davon, dass wenn diese Frage sich ein bisschen durch unsere Köpfe frisst und von einem auf den nächsten Kopf überspringt, dass sie ihre Wirkung haben wird. Was könnten wir in einer Welt leben, wenn wir uns alle frei entfalten könnten? Wie kommen wir dahin? Am besten, indem wir anfangen, allen um uns herum genau diese Möglichkeit zu geben, die endlich mal in Ruhe zu lassen, die anderen mal endlich in Ruhe zu lassen und sich voll und ganz auf sich selbst zu konzentrieren und was denn eigentlich in der eigenen Wahrnehmung so passiert und warum und ob man da nicht eventuell gewisse Sachen vielleicht ganz falsch verstanden hat. Und ne? Aber die drückt man dann anderen auf, ungefragt mitunter. Ja, und ihr seht in der Gesellschaft, zu was für Extremen das halt führen kann. Und das ist eben nicht gegeben. Das ist durch uns alle hervorgerufen. Durch jedes einzelne Verhalten von uns. Und da stehe ich bis heute zu. Auch wenn mich das meinen teuersten und besten Freund gekostet hat, der damit nicht parat gekommen ist, dass ich halt auch gesagt habe, dass das dazu gehört, dass diese Gesellschaft so viele Kinderficker hervorbringt. Und da konnte er sich, sagen wir mal, nicht mit anfreunden. Und hat mir dann halt auch die Freundschaft gekündigt. Und trotzdem, egal wie weh mir das bis heute tut und wie sehr ich ihn vermisse, weiß ich, dass das die einzige Perspektive ist, durch die wir tatsächlich in die Lage kommen, das zu ändern. Weil es nun mal so ist, dass auch die, von denen ich gerade gesprochen habe, Symptome dieser Lebensweise sind, in der Menschen Macht über andere ausüben. Ja, ist doch ganz logisch, dass das am Ende vor allen Dingen immer die Schwächsten trifft. Und das sind am Ende Kinder, mit denen was weiß ich was gemacht wird. Menschen, die sich frei entfalten können, die werden Besseres zu tun haben, als Gewalt an Kindern auszuüben. Oder überhaupt an irgendwem.
Ich sehe niemanden von denen. Also ich sehe die meisten Leute, und die sind noch nicht mal glücklich, haben es trotzdem nicht nötig, sich an Kindern zu vergehen. Und dass uns dann irgendwie suggeriert wird, dass das einfach Triebe sind, die nicht, ey, wir haben alle Triebe. Und manche davon haben wir auch nicht unter Kontrolle. Aber das heißt auch nicht, dass wir die nicht unter Kontrolle bringen können. Dumm ist, wie mit solchen Leuten verfahren wird und umgegangen wird. Und das sind auch wir. Ne, wir ignorieren die, bis sie was Schlimmes machen, obwohl sie uns die ganze Zeit schon komisch vorkommen. Aber statt, wie Jesus angeraten hat, gehen wir zu den Aussätzigen hin. Andere Leute hätten gesagt, lern deinen Feind kennen. Der Punkt ist, es ist sinnvoll zu wissen, was der andere denkt, bevor der, wenn er mir schon komisch vorkommt, für sich selber oder irgendjemand anderen eine Gefahr wird. Und da kann man dann helfen, wenn man das schon, wenn man den Kopf frei genug hat, sein Umfeld so zu beobachten und im Auge zu behalten, dass einem das auffällt, wenn etwas irgendwie nicht stimmig ist. Und man sich dann darum kümmern kann, statt ESC zu gucken oder eine bescheuerte Weltmeister- oder Europameisterschaft im Stricken oder sonst irgendeiner Sportart, oder damit beschäftigt sind, vor anderen Leuten Haustüren zu kehren. Während wir hoffen, dass niemand unsere Kellerleichen findet. Ich weiß, dass ich mich auch mit diesen Worten jetzt bei vielen Leuten wieder sehr unbeliebt mache. Aber denkt über diese Worte einfach mal nach. Denkt mal einfach ganz unbefangen drüber nach. Ich sage nichts Böses hier. Ich sage was, was lösungsorientiert ist. Aber das erfordert, dass wir was an uns selbst ändern. Ich habe eben in meiner Matrix, also ich weiß jetzt schon, worüber mein nächstes React-Video geht. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe das bis eben nicht mitbekommen. Arnold Schwarzenegger, der Terminator, ja, hier, Arnie, mein Freund Arnie, wie Möller immer sagt, der hat vor einem halben Jahr, hat er ein Video rausgebracht, ein Anti-Hate-Video, und ich habe mir das eben in Gänze angeguckt, weil ich, Ich habe es auf YouTube angezeigt bekommen. So habe ich gedacht, aber drück mal drauf. So. Währenddessen habe ich mir dann gedacht, Alter, wie alt ist das? Das hat 5 Millionen Aufrufe hier auf YouTube. Dann habe ich mal hab ich kurz gegoogelt auf DuckDuckGo. Ich google immer auf DuckDuckGo, ne? Nur dass das klar ist. Und habe dann halt eben rausgefunden, dass das tatsächlich auch in den, von den Medien durchaus aufgegriffen wurde, von der Presse und so. Und die Schlagzeilen waren aber alle quasi so geframed, dass das ein Video gegen Antisemitismus sei. Fand ich sehr schräg. Ich werde in meinem nächsten React-Video werde ich das mal zeigen und dann auch sagen, was mir dazu durch den Kopf geht. Aber hey, da scheint sich noch jemand an. Also ich kann das kurz spoilern hier. Es ist er nutzt zwar dieses Beispiel des Antisemitismus, aber es ist eindeutig ein Aufruf, der von mir hätte sein können. Hört doch endlich mal auf mit diesem Hass einander gegenüber. Und lass doch endlich mal die Waffen fallen.
Das war nicht einfach nur ein Antisemitismus-Video. Arnold Schwarzenegger, ich kann es fast nicht glauben, sagt den Leuten das, was ich persönlich für sehr wichtig halte, dass sie es zu hören bekommen, auch vor allen Dingen von solchen Leuten. Ey, der Mann hat Rambo gespielt. Aber ruf hier gerade ernsthaft auf, sich mit sich selbst zu beschäftigen, seine Stärke zu finden. Und er lässt sogar durchblicken, dass es bei ihm dabei um Muskelkraft ging, aber dass das offensichtlich bei jedem irgendwie anders gelagert ist. So, und das sind halt so Dinge. Warum erzähle ich das jetzt gerade? Warum hole ich es in dieses Video, in dem es um die Simulation geht? Weil es gerade für mich ein sehr schönes Beispiel von Polarisierung ist. Und tatsächlich an der Polarisierung ist mir aufgefallen, dass hier irgendwas nicht koscher ist. Dass hier irgendetwas nicht so ist, wie es zu sein scheint. Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass gar nichts so ist, wie es zu sein scheint. Anfang 2016 Anfang fing das irgendwie an, dass das in Deutschland so rüberschwappte mit der Flat Earther Geschichte, dass die ersten Leute, oder nicht die ersten Leute, die haben da schon viel früher mit angefangen, aber dass das im Prinzip ein gängiges Thema wurde, dass die Erde flach ist. Flach. Hobble bei dir? Hä? Ja, der ist, nein. Nein? Nein. Doch, da ist er. Da steht er. Ah, alles klar. Du kleiner Mann. Der Hund. Der andere Hund. Nee, du bleibst hier. So, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Alles gut. Ja, Flat Earth. Ne, es wird dann von denen, die das für lächerlich halten, immer, ja, die Erde ist eine, also die wenigsten Flat Earther sagen tatsächlich, dass die Erde eine Scheibe sei. Also das ist auch wieder was, ne? Genau davon rede ich. Alleine das von den Nicht-Flat-Earthern einfach behauptet wird, dass die Flat-Earther ja so doof sind, dass sie behaupten, die Erde sei eine Scheibe. Und da muss man ja einen Rand, haben, der da hinten runterfällt. So. Und das sagen die gar nicht. Die sagen gar nicht, dass die eine Scheibe sei. Die sagen einfach, das sei flach. Seht ihr die unterschiedlichen Perspektiven? So. Dasselbe ist aber auch mit der runden Erde, wo ich halt eben persönlich noch bisher nicht in der Lage war, so weit vom Boden Abstand zu gewinnen, dass ich das eine wie das andere belegen kann. Ich weiß, dass ich in 7000 Kilometern Höhe immer noch keine Krümmung sehen konnte und mich sehr gewundert habe. So, ne? Also das hat aber auch eventuell damit zu tun, dass ich, bevor ich meine jetzige Perspektive endgültig eingenommen habe, nämlich dass die Erde gar nicht materiell existiert, sondern sich jedem genauso präsentiert, wie seine Filter dort vorgeben, simuliert werden. Das ist der Punkt. Dass ich halt eben, ja, das, davor war das halt eben, dass ich mir ein halbes Jahr lang die Welt angeguckt habe, wie sie denn aussieht, wenn sie flach ist. Davor hatte ich sie mir, also nicht unmittelbar davor, aber ich hatte halt, ne, Jahre davor kam das halt mit der hohlen Erde auf, dann habe ich mir ein halbes bis Jahr die Welt angeguckt. Also, ne, hier, habe das da, okay, ich habe das angenommen, aber nicht um das zu vertreten, sondern um es mir anzugucken. Und die Zeit nehme ich mir dann auch. Bevor ich mir ein Bild von was mache, von dem ich weiß, dass es falsch ist, weil ich noch gar nicht alles angeguckt habe, nehme ich mir die Zeit, es ausgiebig anzugucken.
zu studieren, regelrecht. Ja, und das hat mir dann halt eben geholfen zu sehen, dass man die Erde als flach ansehen kann, hohl, rund, was weiß ich was, vom Spaghetti-Monster getragen. Und bis auf die letzte habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber ich bin mir sicher, dass wenn ich wie ein katholischer Missionar die Sichtweise vertrete, dass die Welt, was weiß ich was ist, dass ich unwiderlegbare Beweise dafür finde. Das ist nämlich das Ding. Ne? Weil Wahrnehmung selektiv ist, findet man ständig halt auch Beweise für seine Sichtweise. Die natürlich untermauern und verstärken. Und je mehr das passiert, desto stärker ist das einprogrammiert in das, was wir in der das sind unsere Filter. Ne? Diese Programmierungen sind unsere Filter. So wie wir die Welt sehen, das ist halt so das Ding. Das ist ein sehr wichtiges Wort, das ihr ab heute auch gerne mitbenutzen dürft. Wenn ihr das Wort Wahrnehmung benutzt, ist das Wort Wahrgebung. Denn die Wahrnehmung ist abhängig von der Wahrgebung. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum dieses Wort so gut wie nie benutzt wird. Von niemandem. Damit da bloß niemand drauf kommt. Dass Wahrgebung, und wenn man sich mit dem Wort mal einfach einen Schiss lang auf dem Klo war beschäftigt, ein paar Minuten reichen aus. Was heißt eigentlich Wahrgebung? Was hat das eigentlich damit aus? Ja, Wahrgebung. Wenn ich sage, das ist schön, dann ist das schön für mich. Wenn der da sieht das aber von der anderen Seite und sieht den faulen Fleck auf dem Apfel und sagt, das ist doch, das, ich würde den nicht essen. Ja, eine ganz andere Perspektive darauf. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und wenn ich jetzt anfange, mich mit dem zu tanken, ist das so das Bümmste. Das Döfste, was ich mit meiner Zeit überhaupt anfangen kann. Und dessen auch noch. Ist auch noch sehr respektlos. Misch mich dann noch mit jemandem. Also, wenn er mitmacht, ist er selber schuld. Aber mich anzufangen, darüber zu streiten, wie wir gerade die Perspektive. Und es ist halt eben programmiert. Und was daraus passiert, ist Eskalation. Am Ende ziehen wir gegeneinander in Kriege auf Basis dieser Begebenheiten und schießen uns die Köpfe weg. Jetzt ist mir völlig egal, ob sich das irgendjemand ausgedacht hat, eine Agenda daraus gemacht hat, die bis hier befolgt wird oder nicht. Das kann mir auch scheißegal sein, weil es völlig unabhängig ist von meiner Wahrgebung, von meiner Wahrnehmung, die daraus resultiert, was ich wahrgebe. Und dass ich mir seitdem sehr, sehr wohl überlege, was genau ich wahrgebe und ob ich das überhaupt möchte, weil mir bewusst ist, dass ich das dann wahrnehme. Das ist für mich der Grund, warum das mit der Simulation für mich keine Theorie ist. Ich sehe sie in Aktion. Permanent um mich rum. Es ist, und das hat ja auch die Wissenschaft schon vor 100 Jahren rausgefunden, dass diese Materie hier, wenn ich jetzt hier auf den Tisch drücke oder auf meinen Kopf, dass das hier nicht materiell wirklich existiert, sondern Energie ist. Das ist genau das, wovon ich rede. Es ist einfach nur Energie. Nur durch unsere Interpretation wird da was draus. Und so wie ich mich in einem Spiel wie Enshrouded auf einen Stuhl setzen kann seit dem ersten Update, und vorher ging das nämlich nicht, also Update worden. Also auf einmal geht das. Das ist auf einmal ein Flugzeug erfunden worden. Auf einmal kann man fliegen. Konnte man sich vorher nicht vorstellen. Das funktioniert nur, weil wir es freischalten. Und wir sollten mal anfangen, freizuschalten. Wir sollten mal anfangen, Möglichkeiten freizuschalten. Nicht so viel, wie wir das gewohnt sind, als unmöglich oder als Blödsinn betrachten, sondern unseren Geist tatsächlich mal öffnen
nicht mit der Suche nach Antworten beschäftigt zu sein, sondern mit Beobachten. Und das ist halt was mir irgendwann mal passiert ist. Und dann war ich in diesem Beobachtungsmodus und dem konnte ich dann, hab schon gesessen, hab ich mir in der Nase rumgebohrt und hab gedacht, so, alter Schwede. Wenn das, was ich gerade sehe, real ist, dann ist nichts real. Wenn das mit der Simulation real ist, dann ist innerhalb der Simulation nichts real. Das ist eine völlig logische Sache. Ne, mein Computerspiel, das existiert real, aber alles, was in dem Spiel passiert, ist virtuell. Und deswegen ist auch alles, was hier passiert, für mich, nach meinem Empfinden, virtuell. Aber ich fühle mich nicht von irgendetwas Externem, das nicht mit mir verbunden ist, gesteuert, sondern aus meinem Bauchgefühl heraus, meiner Intuition folgend, das aber dadurch, dass ich auch immer noch denken kann und bewusst wahrnehmen, immer noch mir wohl überlegt. Das ist was, was viele Leute sich nicht vorstellen können, weil die immer so affektiv reagieren. Aus dem Affekt heraus. Und ich musste auch echt erstmal lernen, meine Reaktionszeit so zu verlangsamen, dass es mir ermöglicht wurde, bevor ich reagiere, kurz meinen Kopf leer zu machen, um meinem Bauch die Möglichkeit zu geben, zu agieren. Und der hat dann vorgegeben, was ich mache. Deswegen bin ich Bauchi. Weil je besser ich das kann, je besser ich das mache, geht es tatsächlich mir. Weil ich herausgefunden habe, dass mein Bauchgefühl deswegen so eine super tolle Autorität ist, weil es nicht nur meine Interessen im Auge hat, sondern auch sämtliche anderen Interessen mit im Auge behält. Schon allein deswegen gibt es mir niemals irgendeine Anweisung, das Bauchgefühl, die irgendwie damit zu tun hätte, irgendwem irgendetwas zu tun. Irgendwas Schlechtes. Mein Bauchgefühl ist die ganze Zeit, keine Ahnung, es hat offensichtlich auch begriffen, dass es mir wesentlich besser, also ich habe begriffen, dass das Bauchgefühl offensichtlich gar kein anderes Interesse hat als Wohlsein und Wohlempfinden. Ne, und deswegen kriegen wir auch so leicht Bauchschmerzen, wenn wir gegen unserem Bauchgefühl handeln. Ich habe auch, seitdem ich mich als Bauch identifiziere und so lebe, habe ich keine Probleme mit Bauchschmerzen oder sowas. Ist einfach nicht mehr da. Die sind auch nicht real. Und trotzdem fühlen sie sich so real an, ne? Das können wir tatsächlich, also wie gesagt, ich hatte seitdem keine Bauchschmerzen mehr. Bis auf das eine Mal, bevor ich das erste Mal aus der Bäckerfinker gegangen bin und regelrecht Bauchkrämpfe hatte, weil ich da aber auch schon ja zwei oder einen Monat Minimum nicht auf meinen Bauch gehört hatte, sondern wieder auf Leute um mich rum und das mich teuer zu stehen gekommen ist. Schon alleine wegen der Bauchschmerzen, die ich da hatte. Ne, und die habe ich aber am selben Tag noch wieder wegbekommen, als ich die Situation geändert habe, indem ich gegangen bin. So war die ich viel vorher schon hätte treffen können. Und mich dann aber bei meinen Freunden auf der Terrasse setzen konnte, was für mich sowieso so ein Ruheort ist, so ein Ruhepol. Und mich da einfach 5 Minuten wieder auf meine Bauchatmung konzentrieren konnte und den massiert und gelockert habe, alleine durch das Atmen, dass die Bauchkrämpfe ab dem Moment wieder weg waren. Aber ansonsten Bauchschmerzen und sonst was, das habe ich seitdem nie mehr gehabt, die letzten 20 Jahre nicht. Ja. Warum erzähle ich euch das alles? Also zum einen ist es für mich, wie gesagt, einfach ein mega interessantes Thema.
Vor allen Dingen jetzt in diesen Zeiten. Und natürlich wünsche ich mir irgendwie, dass da einfach mal was mehr drüber geredet wird. Ich freue mich halt eben unheimlich darüber, dass das gerade halt auch eben im Internet immer mehr Zuspruch bekommt und immer mehr Interesse gezeigt wird daran. Weil es eben für mich quasi etwas ist, was mir eine Religion ersetzt. Aber das Letzte, was ich hier irgendwie will, ist eine neue Religion schaffen von Simulationsgläubigen. Das Ding ist halt, wenn man die Welt so sieht, wie ich das tue, wie ich das jetzt seit einer Dreiviertelstunde beschreibe. Entschuldigung. Ja, dann sind natürlich auch Religionen nicht real. Und nun Erfindung und Spuk und ein Kontrollwerkzeug und alles, was damit zu tun hat, wird nichtig und klein. Wenn nicht sogar lächerlich. Und dabei geht es ja nicht darum, also, das ist es halt, ne, was kontrollieren die Religionen, die kontrollieren unseren Glauben, unsere Überzeugungskraft. Das hält uns klein, sehr klein. So klein, dass wir gegeneinander in Kriege ziehen. Ob wir uns jetzt dabei erschießen oder nur anschnauzen und uns mit der Faust oder nur verbal eins in die Fresse hauen. Ob es ein großer und ein Weltkrieg ist oder ein Kleinkrieg, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Jedes Wort kann eine Waffe sein. Und ich möchte gerne diesen Podcast quasi mit den Worten von Arnold Schwarzenegger sinngemäß beenden. Beschäftigt euch mal mit euch und eurer Stärke. Ihr werdet euch wundern, was ihr davon habt. Das könnt ihr euch, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, einfach nicht vorstellen. Und weil ich weiß, was mir sehr geholfen hat, da weiterzukommen und Fortschritte zu machen und meine Stärke zu vergrößern und meine Stabilität zu vergrößern, ist diese Sichtweise auf die Welt. Weil sie mich nämlich nicht mehr mit allem von allem trennt, sondern mit allem verbindet. Fühlt gerne mal kurz in euch rein, wie sich das wohl für mich anfühlen mag. Ne, und wenn man da jahrelang drüber spricht, wie ich das tue, ja, dann ist diese Perspektive ist für mich genauso eingemeißelt wie für euch das. Die AfD eine Option wäre, die das Leben verbessert, oder das Verbot von Messern in Fußgängerzonen, oder jeder hat so seine Glaubensmuster, versteht er, worauf ich hinaus will. Und ich habe auch sehr, sehr lange in meinem Leben Glaubensmuster gehabt, die nicht ich erdacht habe, sondern die ich einfach übernommen habe, sie nie hinterfragt habe, sie anderen aufgedrückt habe mit Todesargumenten wie, habe ich im Fernsehen gesehen oder habe ich in der Schule gelernt? Da muss das ja stimmen. Und du bist doof, wenn du widersprichst. Ob das stimmte oder nicht, war mir sogar mitunter scheißegal. Manchmal habe ich auch einfach irgendeine Scheiße erzählt und habe das dann mit diesen Argumenten untermauert, bloß um Recht zu behalten. Aus meiner Perspektive heute finde ich dieses Verhalten sowas von affig und lächerlich.
dass ich froh und dankbar bin, nicht mehr der zu sein, der es an den Tag legt. Mit dem würde ich heute keine 20 Minuten am Sofa sitzen wollen. Der wird mir total auf den Sack gehen, der Typ. Ja. Lasst mir gern eure Gedanken in den Kommentaren da, wenn ihr welche dazu habt. Wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen. Wie gesagt, ich werde in der Folge noch mehrere Podcasts machen, in denen ich die Thematik aufgreife. Weil ich glaube, je mehr wir darüber reden, desto klarer wird das auch einfach. Und wenn es euch nur halb so klar ist wie mir, dann bin ich mir schon sicher, dass ihr so interessiert um euch rumguckt, dass die andere Hälfte auch noch kommt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn es gefallen hat, dass ihr bis hier geblieben seid. Und drücke jetzt hier mal auf Tschö und freue mich auf die nächste Runde. Bis dann!